Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2 mit mir, eurem Steve von den Online Game Masters. Erstmalig mit einem neuen Setup. Was ich mit dem neuen Setup meine, ist das neue Mikrofon, das ich ja jetzt benutze. Es ist nicht mehr das Headset, sondern wirklich ein richtiges Mikro. Und das Ganze noch mit dem Mikrofonarm und alles. Und ich hoffe, dass man mich soweit ganz gut versteht. Und dass ich auch währenddessen, während dem Let's Play, während der Dauer des Let's Plays, auch immer soweit an sich einen ganz guten Blick auf den Fernseher habe. Denn der steht ein bisschen niedrig und der Fernseher ist nicht gerade der größte. Oder das größte Gerät. Jedenfalls erstmal nochmal kurz gesagt, am Sonntag kam ja nur ein Part. Das war einerseits deswegen, da ich nur einen Part hochgeladen hatte und auch nur Zeit hatte, einen hochzuladen am Sonntag. Und weil ich dann abends nochmal bei Speedrandale gewesen bin für Yakuza Kiwami 2. Das wurde da ausgestrahlt. Ich war nicht bei denen, es wurde ausgestrahlt. Deswegen gab es nur einen Part und deswegen ist das alles so ein bisschen verschoben, dass ich am Montag geredet habe von Sonntag und am Dienstag habe ich auch gedacht, es wäre Sonntag, aber das wäre eigentlich der Montag-Part gewesen. Deswegen, das hier ist jetzt der Mittwoch-Part, den ich jetzt gerade aufnehme und ich denke, je nachdem, wie das Ganze läuft hier mit dem Aufnehmen, mit dem neuen Setup, werde ich gucken, dass ich da jetzt so ein paar, ja, so eine richtige Aufnahmesession mache, so ein paar Stunden lang, wenn es gut geht. Ich habe auch privat schon ein bisschen weiter gespielt, ein bisschen ist gut, ich glaube, ich bin kurz vorm Ende. Bitte immer noch keine Spoiler reinschreiben, vermeidet bitte Spoiler das ganze Let's Play über. Ich will es nicht immer sagen müssen. Bisher ist auch alles ganz cool. Aber wie gesagt, bitte keine Spoiler, denn wer spoilert, der fliegt, ne? Also wenn überhaupt irgendwas, dann nur, wenn es den Part betrifft. Wenn jetzt im Part, was weiß ich, ich habe irgendeinen Questgeber erschossen, nur als Beispiel, dann könnt ihr das ruhig da reinschreiben in dem jeweiligen Part in die Kommentare. Aber ansonsten vermeidet bitte Spoiler. Jedenfalls kommt da noch eine richtige Achterbahnfahrt auf uns zu und ich freue mich echt darauf, wenn wir im Let's Play dahin kommen, wenn dann alles richtig abgeht. Das wird richtig geil noch. Ich will auch jetzt einfach mal sagen, wir legen direkt los und machen weiter. Was auch ganz geil ist, ich habe es geschafft, den Spielesound auf die Kopfhörer zu kriegen. Von der PS4, denn die neuen Kopfhörer hier, die ich habe, die sind echt verdammt gut dafür geeignet, dass ich die auch an der PlayStation anschließen kann, damit auch da alles soweit ganz gut läuft. Mhm. Haben wir sonst noch irgendwas? Es sind noch zwei Revolverhelden. Ja, gut. Ich muss mal kurz hier was testen. Ja doch, der Ton ist ganz gut. Auf meinen Kopfhörern zumindest. Unser Pferd ist hier unten. Wie gesagt, ich hoffe, dass soweit alles ganz gut funktioniert. Und ich alles soweit gut erkenne. Ansonsten muss ich den Fernseher noch ein bisschen mehr verschieben. Und falls ich mal ein bisschen leiser bin, dann spreche ich nicht so direkt ins Mikrofon wie jetzt die ganze Zeit, sondern mit ein bisschen Abstand. Ah, so, jetzt aber. Den wollen wir mal. Ich würde sagen, als nächstes machen wir hier mit dem Brief weiter. Das ist unsere nächste Adresse, die wir angehen werden. Ansonsten gibt es nicht wirklich großartig viel zu erzählen meinerseits. Ich muss mich noch ein bisschen an das neue Setup hier gewöhnen, an das neue Mikro. Die Kopfhörer sind unfassbar bequem. Finde ich schon mal gut, da habe ich echt eine gute Wahl getroffen. Falls es wen interessiert, sind Kopfhörer von Razer. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau von wem, also von, ne, was genau von Razer. Und das Mikrofon ist das klassische, mega klassische, das wirklich, schätze ich mal, 80% aller YouTuber haben, die ein bisschen was auf sich halten, das Auna MIG 900B. Glücklicherweise, als ich mir das bestellt hatte bei Amazon, letzte Woche ungefähr,
Ja, doch, letzte Woche war es. Ziemlich genau letzte Woche sogar. War sogar 10 Euro günstiger. Für mich ganz gut gewesen, muss ich sagen. Hat alles drum und dran knapp so 80 Euro gekostet. Mit Mikrofonarm und Popschutz und so weiter und so fort. Ich muss auch jetzt schon sagen, ich habe so angefangen, aufgrund des privaten Spielstandes bezüglich Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2, das alles so ein bisschen zu vergleichen. Ich will jetzt auch noch nicht wirklich drüber reden, denn ich plane eventuell was zu machen, so ein kleines Talk-Video, in dem ich einfach mal so ein bisschen meine Impressionen von Red Dead Redemption 2 und dem ersten Teil so ein bisschen vergleiche. Alles dann aber natürlich spoilerfrei, keine Sorge, ich will hier nichts spoilern. Möchte einfach mal so ein bisschen dann darüber reden, wie mir das Spiel so gefällt, im Vergleich zu Red Dead Redemption. Denn ihr habt es ja sicher schon in den vorherigen Parts von mir gehört, wenn ihr diese Let's Play, also wenn ihr das Let's Play von Anfang an quasi schaut oder andere Parts auch davon gesehen habt. Ich meckere gerne so ein bisschen über das Spiel. wo ich mich so ein bisschen aufrege. Und wenn man mich jetzt so von Speedrandale kennt, dürfte das den einen oder anderen ein bisschen erschrecken, weil ich da ja so unfassbar gechillt fast schon oder kalt da gesessen habe. Ich habe schon öfter gelesen bei Yakuza Kiwami beim New Game Plus Speedrun, dass da im Chat hier die Ruhe in Person. Eigentlich bin ich das gar nicht so wirklich. Also, wenn ihr mal andere Let's Plays von mir guckt, da wird es auch mal vielleicht ein bisschen lauter. Ich dachte einfach nur, wenn man schon zu Gast irgendwo ist, dann reißt man sich am Riemen und benimmt sich. Aber ja. Fällt mir gerade ein, ich möchte gerne noch was anderes machen, aber ich glaube, da bin ich jetzt schon. Ist das nicht hier unten irgendwo? Scheiße, wo war denn das? Das war, glaube ich, hier irgendwo. Ach shit, ich bin mir nicht mehr so genau sicher. Wo führt denn die Route hin? Da lang. Ja, mache ich dann vielleicht ein andermal. Nee, eben nicht. Ich will das jetzt hier noch machen. Oder war das da oben? Ich glaube, das war da oben. Es war da oben. Ich will da oben erstmal hin. Und möchte euch ein bisschen was zeigen, was ich letztens gefunden habe. Wirklich gefunden. Nicht aus dem Lösungsbuch gelesen oder so, sondern hab mal so ein bisschen erkundet in meinem privaten Spielstand und hab da was ganz Geiles gesehen, was ich jetzt hier auch gerne noch schnell machen möchte, bevor ich es auf einmal wieder vergesse. Denn man kann durchaus so ein bisschen durcheinander geraten zwischen privater Spielstand und Let's Play Spielstand. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich das mittlerweile schon gemacht habe oder erst machen werde im Laufe der Woche. Ist so ein kleines Video über den Stand der Dinge bei OGM. Hier bei uns, den Online Game Masters, wie es projektemäßig so aussieht und so weiter und so fort. Da will ich noch ein bisschen was erwähnen, erzählen, noch ein bisschen was sagen. Oder, ja, weil es schaut ja auch nicht jeder das Red Dead Redemption Let's Play, ne? Die das Let's Play nicht verfolgen, die wissen zum Beispiel gar nicht, dass Tino-Todesfang demnächst bei mir vorbeischaut. Und wir so ein bisschen was zusammen machen. Der Gedanke liegt momentan dabei bei so einem kleinen OGM-Beef. Zwischen Tino und mir. Normalerweise ist es ja immer so Malkov gegen mich. Aber es wäre ja mal ganz cool, was Neues zu machen quasi. Ist es da unten schon? Geile Felsformation da vorne auch. Okay, hier will ich nicht unbedingt runter. Ups. Stopp.
Okay, wie komme ich da jetzt am besten runter? Scheiß Felsen, ey. Boah, es ist mal was Neues, den Sound auf den Kopfhörern zu haben. Und nicht die vorher kaum was zu hören, wegen meinen Kopfhörern, die ich nicht an der PS4 anschließen konnte. Jetzt höre ich auch mal bei der Aufnahme mehr vom Spielton. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Wo komme ich denn hier mal runter von diesem Scheiß? Ja, okay, da wo ich gerade rumlaufe, ist es klar. Dann bleiben wir mal einfach ein bisschen auf dem Weg. So wie es der Marker anzeigt. Das hier sieht doch. Warum auch immer, das Pferd so nach rechts geschoben wurde. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Das dürfte selbst bei euch ein bisschen merkwürdig ausgesehen haben. Ja, okay. Das ist sogar das, wo ich hin wollte. Das ist ja ausgezeichnet. Denn hier ist ein gecrashter Zug. Und hier kann man ein bisschen was looten. Vor allem da oben drinnen. Aber hier unten ist irgendwo ein Waggon, wo auch was zum Looten ist. Ist der da unten irgendwo? Nee. Der ist dann da oben. Und zwar hier drinnen ist er. So. Wenn nämlich einerseits hier eine Schatztruhe, mehr oder weniger eine Schatztruhe. Was haben wir hier? Schmuck, Münzen, Brieftasche. Ist ein bisschen Geld. Aber hier gibt es noch mehr. Und dafür müssen wir auf diesen Berg hoch. Aber ich wollte jetzt erstmal das hier geholt haben. Damit ich in erster Linie weiß, dass ich hier überhaupt richtig bin. Komme ich hier hoch? Da schon mal nicht. Das ist auch voll der gefährliche Weg. Also, wenn ihr denkt, da kommt man jetzt einfach an Loot ran. What the fuck, Arthur, was machst du da? Dem ist nicht so. Was macht denn der da teilweise? So. Wir müssen jetzt erstmal wieder gucken, dass wir da hochkommen. Wird ein etwas sehr gefährlicher Weg. Muss gerade mal nochmal gucken, wo das genau war. Ups. Den habe ich nicht gesehen. Hauptsache, der Hut sitzt. Entschuldigung, Lira, Entschuldigung. Das war nicht beabsichtigt. Das ist, wenn man überall hinguckt, nur nicht da, wo man hingucken soll, ne? Hast ja auch ein bisschen was zu futtern verdient.
So, jetzt muss ich gerade mal nochmal gucken. Ups. Da kommt gleich ein Zug an. Hier kann man sich übrigens auch voll gut verstecken, glaube ich, im Multiplayer. Okay, hier entlang ist es nicht. Ich bin zu weit oben. Was haben wir denn hier für einen Zug? Passagierzug oder einen industriellen? Beziehungsweise, ja, okay. Passagier, nee. Nichts mit Passagieren, sondern nur mit Waren. Von daher sowieso uninteressant für uns. So, das Pferd, das lassen wir jetzt aber trotzdem mal hier stehen. Jetzt muss ich nämlich erstmal gucken. Oh, guck mal, hier hätten wir auch einen schönen Überblick über diesen Fluss. Da unten. Ich muss noch weiter runter. Ausnahmsweise geht es mal nicht weiter hoch, sondern weiter runter. Ist das hier eine geeignete Stelle? Ich hoffe, dass ich das hier überlebe. Stopp, 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 stopp. Ah, fuck. Das überleben wir nicht. Ach, diese scheiß Ragdoll-Kacke. Ah, ja, tot. Wunderschön, wir sind tot. Ich muss jetzt auch erstmal wieder gucken, wie ich da genau hingekommen bin. Das war alles so eine Nachtaktion von mir. Also im Sinne von, das habe ich nachts gemacht. Ja, geil. Ja, mach. Warum fragst du immer? Andere Spiele, die machen, was weiß ich, schnell speichern und fertig. Und das Spiel hier fragt erstmal 10-mal nach. So, wo genau bin ich jetzt hier gerade eigentlich? Wollte ich da vorne runter? Ne, hier ist der. Warte, wo bin ich denn jetzt? Vorne kommt gleich ein Zug. Bin ich durch die Höhle oder? Let's do this! Jetzt läuft er nicht, sondern. Oh Gott. Okay, jetzt bin ich hier definitiv falsch. Alter! Hier bin ich definitiv falsch. Sag mal, wie lange ist denn der Zug denn? Der sprintet nicht durch den Tunnel. Warum auch immer. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir gehen es ein bisschen safer an. Mal gucken. Nee, von da ist es nie im Leben. Nie im Leben. Dafür geht es viel zu weit runter. Scheiße, komme ich da vorne wieder hoch? Ey, komm, stell dich nicht so an. Den Sprung, den hätte jeder geschafft. Ohne sich weh zu tun. Außer man knickt um, dann ist der Knöchel gebrochen. Aber ansonsten sollte das doch jeder hinkriegen. So. Auf ein neues. Oh, ich glaube, das war hier entlang. Ich glaube, da bin ich lang. Stopp. Okay, jetzt wird's sehr abenteuerlich, dieser Weg. Boy. Nein, 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 nein. Och, warum? Boah, du bist so ein Vollidiot, ey. Wer bleibt denn auch bitte, wenn man fällt, 5 Stunden lang so liegen, wenn man noch so 5 cm rutscht? Keiner. Jeder versucht aufzustehen. Nur Arthur nicht. Oh, ich würde den gerne noch holen, bevor ich einen Cut machen muss. Ey, come on.
Ja, wunderschöner Himmel. So, kannst du dich jetzt mal ein bisschen am Riemen reißen und Überlebenswillen zeigen, wenn du hier eine Klippe runterspringst, bitte? Wo bin ich denn jetzt gelandet? What the fuck? Ist ja komplett woanders. Was soll denn der Scheiß jetzt? Dieses Spiel setzt mich an Punkte hin, wo ich gar nicht hin will. Lira, komm her. Let's go, gib Gas. Ich muss mal unbedingt diesen anderen Marker wegmachen. Von der UFO-Sichtigung, die wir hatten. Guck mal, so weit weg ist es ja gar nicht. Ich dachte, das wäre jetzt viel weiter weg. Ja, alles cool, Lira. Hoch da. Dankeschön. So. Jetzt das Ganze nochmal. Echt jetzt? Aber diesmal bitte ohne auf die Schnauze zu fliegen, Arthur. Ach, die Kamera hier ist jetzt auch gerade einfach echt die Hölle. Ja, das hat funktioniert. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Denn wir müssen jetzt. War das hier falsch? Ne, der hoch. Immer hoffen, dass wir nicht abrutschen. Na, wer sich diesen Weg ausgedacht hat. Ist echt nicht cool. Das hier ist jetzt der schwerste Part. Im schlimmsten Fall fliege ich jetzt erstmal ein paar Mal auf die Fresse. Das wollen wir aber nicht. Sehr gut. Jetzt können wir hier relativ unbeschadet runter. Müssen jetzt hier nochmal rüber. Perfekt. Und da vorne ist der Wagen. Alter, ey, wenn der jetzt nicht, ne, gesessen hätte. Holy shit. Jetzt sind wir nämlich wieder bei den abgestürzten Zügen. Und da unten ist Gold. Unter anderem Gold. Das ist schon ganz leicht verdientes Geld. Wenn man den Weg erstmal gefunden hat. Das sind $1000 auf jeden Fall mit dem ganzen Gold. Hier haben wir noch Piraten rum. Bisschen Munition. So, jetzt müssten wir hier aber auch schon alles haben. Das ist alles ganz guter Loot für den Anfang. Und wie gesagt, jetzt sind wir wieder hier. Ihr habt den Weg jetzt gesehen, ihr könnt ihn gerne selber ausprobieren. Seid nur vorsichtig, am besten lauft geduckt und aktiviert zwischendrin wie ich die First-Person-Perspektive, weil ansonsten macht man gerne mal einen Abgang. So, jetzt war es aber erstmal mit dem Part von heute. Au! Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Red Dead Redemption 2 mit mir, eurem Steve von den Online Game Masters. Ciao und bis dann.